damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Fever hier. Und wir sind hier in Ottweiler, genau. Hier kommt auch schon der andere Zug eingefahren. Wunderschön. Erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass letzten Donnerstag keine Folge kam. Ich hatte einfach letzte Woche keine Zeit mehr aufzunehmen, aber es war ja der Live-Mitschnitt vom Rainbow Livestream, habe ich ja aufgenommen und der wurde da veröffentlicht. Also ist ja kein Video ausgefallen sozusagen, es ist einfach nur der Livestream-Mitschnitt durch Train Fever ersetzt worden. So, jetzt soll es natürlich wieder weitergehen und ich bin am Überlegen, wir waren ja letztes Mal hier hinten in Wittlich, da haben wir ja auch schon den Zug draufgesetzt, aber ich glaube, wir haben da nur einen, kann das sein? Ja. 4 Minuten ist okay. 4 Minuten ist okay, muss man sagen. Ah, genau. Wir waren letztes Mal hier beschäftigt mit der zweiten Ausfahrt, die hinten nach Hüfingen gehen soll. Ah, jetzt bin ich am Überlegen. Wollen wir die komplett nach Hüfingen bringen? Oder wollen wir hier sozusagen eine große Schienentrasse bauen? Ist die Frage. Hier würden wir ja rüberkommen. Okay. Ich weiß noch, dass wir hier die Kurven für 100 ausgelegt haben. So viel weiß ich noch. Ja. Genau, für 100. Und hier, ja gut, für 100. Wir sind im Jahr, mal gucken, ob die Signale sind so langsam verfügbar. Schön. Jetzt schauen wir mal. Wir müssten hier einmal durch den kompletten Berg durch, wenn wir das machen würden. Zudem will ich auch mal schauen, wie wir denn hier unsere Güter versorgen können, denn ich habe ja hier einmal Plastik zu Güter. Dann habe ich hier Öl zu Plastik. So, jetzt brauche ich noch eine Ölquelle. Ne, das ist Kohle. Eine Ölquelle? Nein. Brauchen wir denn eine Ölquelle? Hier. Als Leben. Hier. Ach du Heilige, das ist ja richtig behindert. Was habe ich hier? Holz zu Güter. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Güterversorgung für diese 3 Städte hier. Was haben wir hier? Holz zu Bretter. Das ist ja richtig behindert hier. Außer wir würden es hinbekommen, von diesem Abschnitt eine Güterlinie rüber zu bekommen. Aber ich würde ganz gerne. Ja, das ist ja einmal quer über die ganze Map. Das kannst du ja auch nicht machen. Hier haben wir nur mit Plastik zu Öl. Ja, das ist alles scheiße. Hier haben wir Getreide. Wo haben wir denn Getreide? Habe ich doch irgendwo gesehen. Da hinten. Ach, das ist auch behindert.
Hier hätten wir auch Getreide zu Güte, das würde mittendrin liegen. Jetzt die Frage, weil wir wollen ja hier noch mit unserem Gleis abbiegen. Okay, aber das liegt ganz da oben. Oh. Wie sollen wir denn da hinkommen? Oh. Hier, da auch. Das liegt mitten im Berg. Okay, das sieht ja echt furchtbar aus. Müssen wir ein bisschen anpassen. So. Das gefällt mir schon besser. Oh, hier unten ist man auch. Das geht ja gar nicht. Das mag ich überhaupt gar nicht, wenn das so eckig ist. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir das ziemlich effizient machen. Wir dürfen ja diese 20-Minuten-Regel nicht überschreiten, ja. Deshalb würde ich so einen direkten Weg, ja, wie zum Beispiel Getreide zu Güter bevorzugen. Denn von hier müsste ich Öl bringen, dann Öl zu Plastik machen und dann erst Plastik zu Gütern. Das ist halt ein Schritt mehr, ja. Die Frage ist bloß, wie kommen wir hier effizient nach oben? Mit der Straße oder mit einer Schiene? Das ist die Frage, ja. Die andere Frage ist, wie wir hier weiter fortfahren. Es schlägt uns ein Tunnel vor, es geht wahrscheinlich auch bloß ein Tunnel. Den wir mal irgendwo da rausgehen lassen. Halt. Wir könnten den ja mal. Oh ja, yeah, im. Und Autosave. Ja, stimmt, ich habe Autosave aktiviert. Bei meiner alten Map ist halt. War ich so dumm und habe die Datei überspielt. 150 würde gehen, dann würde ich hier einfach mal 150er Tunnel machen. So. 250er Tunnel meine ich. Dann fahren wir doch direkt nach Hüfingen. Jetzt muss ich hier bloß den Anschluss finden. Oh, das ist kein Strom drauf. Immer schlecht. So, wo ist der Anschluss? Da unten. Das würde gehen. Das wäre ziemlich cool. Ja, das sieht mega gut aus. Ja, dann bauen wir hier noch einen Bahnübergang rein. Ziehen mal unser Parallelgleis. So. Jawohl, gut. Und dann müssen wir irgendwie darüber kommen. Wahrscheinlich müssen wir noch mal. Oh. Noch mal hier über die Straße drüber. Und dann da hinten noch mal und noch mal.
Okay, da steht jetzt auf. Ja, genau, da möchte ich dann eher hochgehen, genau. So, jetzt ziehen wir erstmal das eine Gleis. Da würde ich dann ein bisschen Steigung verantworten. Da. So. Dann geht es hier mal ein bisschen steil den Berg hinauf. Und dann hier wieder runter. So. Halt, Moment. Na, so schräg kann ich da nicht drüber drehen. Na. Muss ich die Straße neu verlegen. So müsste aber gehen. Ja, müsste. Jetzt ist die Frage, welches Gleis ist das? Das ist das rechte. Oh, hoppender. Ziehen wir mal das Parallelgleis. Oh. Wie mag ich ja die Train Fever Musik? Ist immer so schön entspannend. So, eine Gleis. Zweites Gleis. Dann geht's da weiter. Lol. What? Was macht der da? Bitte? Der macht. Hä? Der geht nach oben und dann nach unten. Hä? Nee, das wollen wir nicht so. Das wollen wir überhaupt nicht so. Was ist da? Ist da ein leichter Hügel oder was ist da? Okay, dann müssen wir da wahrscheinlich ein bisschen erhöhen. Dass wir da schön am Wasser entlang fahren können. Ja, so sieht schon besser aus. Wunderbar. Und dann die Kurve. Die Kurve würde etwas so aussehen und wäre mit 240 in Ordnung. Ja. Da muss dann wahrscheinlich eine Brücke her. Da müssen wir dann nachher die Straße verschieben. Ist alles kein Problem für uns. Halt mal gucken, welches Gleis ist es überhaupt? Ja, okay. Wenn ich da die dann nachher das falsche Gleis mitnehme, das wäre ein bisschen schlecht. Okay, ich glaube, wir wollen erstmal bis hier. Jetzt haben wir gesagt 240. Ja, ist da halt eine kleine Brücke drin. Aber um ehrlich zu sein, sieht man die gar nicht, weil da die ganzen Bäume eigentlich im Weg sind. Sieht auch nicht schlecht aus. Okay, wir speichern mal ganz kurz, nicht, dass mir wieder die Aufnahme abschmiert. Das hier. Gott. So,
240. Ja. Hier auch. So. Und jetzt müssen wir hier gerade ziehen. Ah. Gerade ziehen. Aber kommen wir hier dann noch rum? Na, ist egal. Ich muss den Zug halt wieder langsam machen. Da. Jetzt müssten wir eigentlich eine ebene Brücke hinbekommen. Ziehen wir kurz die Straße gleich neu, sonst vergessen wir das nachher. Die würde ja dann hier parallel verlaufen. So. Jo. Bis hier, ne? Bis hier? Ja. Nein! Nein! Und dann geht's wieder berg runter. So, und dann geht's hier weg. Wunderbar. Ja, schön. Was haben wir hier noch? Ach so, das ist die alte. Ja, die müssen wir ein bisschen angleichen. Ah, nicht gut, nicht gut. Hier oben auch noch. Ja, so ist gut. Dann würde ich mal sagen, fahren wir mal hier rüber mit welcher Brücke? Mit der hier? Ja, ist ja eine Hochgeschwindigkeitsbrücke. So. Wunderbar, 2,5 Millionen hat uns das gekostet. Das ist viel. Aber wir haben ja genug. So, jetzt haben wir die Gleise schon mal hier. Und da würden wir immer noch eine 200er Kurve hinbekommen. Also so schlimm ist es ja alles gar nicht. Mal gucken, ob der Kopfbahnhof schon verfügbar ist? Nee, leider nicht, wenn auch immer der verfügbar ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir müssen da dann noch dann die Signale installieren. Aber ich würde mich... Das ist natürlich auch falsch. Ich würde mich auf jeden Fall erstmal verabschieden für diese Folge. Ja, wir haben die Strecke vollendet. Hier mit dem langen Tunnel. Wo kommen wir raus? Hier, genau. Mit dem Tunnel, mit der schönen Fahrt hier am Meer entlang. Oh, hier sehe ich noch was. Das müssen wir noch schnell machen. So. Ja, ich würde mich auf jeden Fall verabschieden für diese Folge und würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.